Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nochmal um Energiehandel, Merit Order und auch Bilanzkreisbewirtschaftung, denn in der aktuellen Krisensituation rund um explodierende Preise, zumindest im Großhandel von Energie, was sich ja dann auch durchschlägt auf uns Endverbraucher, gibt es viele Fragezeichen. Ich sehe auch, dass einige meiner alten Videos rund um Stromhandel, Energiehandel extrem geklickt werden, dass auch das Merit Order Video von letztens oder überhaupt die Merit Order Videos sehr, sehr gut geklickt werden und es da immer noch Fragen gibt. Und das möchten wir ein bisschen auseinandernehmen. Wenn ihr solche Fragen habt, mögt es immer in die Kommentare schreiben. Manchmal nehme ich die direkt als Inspiration für so ein neues Video. Manchmal antworte ich auch direkt. Wer mir E-Mails schreibt und die sind dann, sagen wir mal, 20 Absätze lang und beginnen schon damit, mir klarzumachen, dass ich ein Vollidiot bin und die enden dann auch noch mit einer sarkastischen Information. Und das weiß ich auch nur, weil ich nur Anfang und Ende lese und den Rest natürlich ignoriere. Ihr braucht die E-Mails nicht schreiben. Ich lese die wirklich nicht. Also keine Chance. Lieber hier kommentieren und alles, was irgendwie schlimm und beleidigend ist, wird sowieso dann ausgeblendet. Keine Sorge. Aber fangen wir jetzt mal an, uns das auseinanderzunehmen. Denn es gab zum Beispiel bei der Merit Order, das haben wir ja beschrieben, ne? Das ist diese Grafik gewesen, wo wir die, sag mal, Säulen hatten, die Preise oder die Kosten, besser gesagt, von Energien dargestellt haben, von Stromerzeugern dargestellt haben. Und am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass das teuerste angefragte und wirklich genutzte Kraftwerk den Preis im Großhandel bestimmt. So. Deswegen zum Beispiel Gaskraftwerkskosten eben auch für erneuerbaren Strom am Ende an der Börse hier bezahlt werden müssen. Da gab es dann so Fragen wie, ja okay, wenn man jetzt einfach nur, ich sag mal, mehr Atomstrom und Kohlestrom und erneuerbaren Strom macht, dann wird ja Gas rausgetrieben und dann gibt es den Gaspreis gar nicht mehr in dieser Betrachtung. Das ist nicht ganz so simpel und einfach, denn nicht jede Kilowattstunde ist auch die richtige Kilowattstunde. Und das wollen wir mal auseinandernehmen. Und zwar, fangen wir mal an mit dem Thema Bilanzkreis. Ich glaube, das ist nämlich immer noch etwas, was dem normalen Menschen überhaupt nicht klar ist, wie das in der Energiewirtschaft läuft. Und das ist die Grundlage eigentlich für alles, was wir machen. Der Bilanzkreis ist das absolute Kernstück, das ist das Herz der Energiewirtschaft. Dabei müssen wir nämlich bedenken, ne, es gibt echte Energietechnik mit einem Kraftwerk oder Generator oder was auch immer. Und dann gibt es ja da Stromleitung und am Ende Verbraucher, die noch irgendwie einen Zähler dran haben und dann wird halt der Strom wieder verbraucht. Physikalische Gesetze, Elektrotechnik, ne, da herrscht gewisse Klarheit. Energiewirtschaft mit, ich wähle mir einen Tarif aus oder dann habe ich einen neuen Versorger, das ist alles rein virtuell. Das hat nichts mit der echten Welt zu tun. Das ist eine Kilowattstundenbetrachtung auf Grundlage des Bilanzkreises. Und da kommen wir jetzt mal hin. Ich mache das mal hier an die Seite. Was habe ich überhaupt für einen Stift? Nehmen wir mal hier schwarz. Der Bilanzkreis ist grob gesagt nichts anderes als so eine Art wie virtuelles Energiemengenkonto. Also stellen wir uns das ruhig mal so vor wie so ein kaufmännisches Konto mit zwei Seiten. Und diese beiden Seiten stehen jetzt praktisch für die Erzeugung und für den Verbrauch in meinem jeweils immer eigenen Portfolio. Also nehmen wir hier wirklich mal, gerade ein sehr dicker Stift, Erzeugung und Verbrauch. Ich mache den mal ein bisschen kleiner, damit es hier ein bisschen besser dann lesbar ist nachher. Erzeugung und Verbrauch. Und das Ding an dem Konto ist, das muss natürlich immer an einem kaufmännischen Konto ist, es muss immer ausgeglichen sein. Ne? Die eine Seite gleicht die andere Seite aus oder muss sie eben ausgleichen. Es muss immer ein Saldo von 0 am Ende drunter stehen. Ne? Also das Ergebnis muss praktisch darauf hinauslaufen, dass hier unten eine 0 zu sehen ist. Jetzt sind wir Energieversorger, wir sind ein Stromversorger, dann haben wir natürlich eine Idee davon, was unsere Kunden so verbrauchen. Denn wenn ich als Verbraucher meinen Stromtarif wechsle, auf irgendeinem Internetportal zum Beispiel, dann gebe ich da ja nicht nur meine Adresse und meine Seriennummer an, sondern auch meinen ungefähren Jahresverbrauch. Ne, so 1.500 Kilowattstunden ist meistens so ein Standard. Dann geht das je nachdem, was für Anzahl der Bewohner der Wohnung ich angebe, dann geht das hoch oder runter. Aber ich kann natürlich auch eintippen 834, weil das der Wert ist, den ich von meiner letzten Stromrechnung genommen habe. Also die echte Jahresverbrauchsprognose wird möglichst hier eingegeben. Und dann weiß ich, dieser eine Kunde verbraucht im Jahr seine 834 Kilowattstunden oder seine 1500 oder wie viel auch immer. Das ist aber nur eine Betrachtung fürs Jahr. Und wie wir alle wissen, klassischerweise geht man auch nur einmal im Jahr vor den Stromzähler, um dann zu sagen, okay, in diesem Jahr waren es jetzt wirklich 1500 oder es waren 1700 oder es waren 1234. Dann wissen wir nach einem Jahr, okay, das ist die erste Verbrauchsprognose, die sich angepasst hat.
Wenn ich aber nur ein Jahr betrachte, also immer nur einmal im Jahr auch nachchecke, weiß ich ja nicht wirklich, was dazwischen passiert. Dafür nutze ich sogenannte Lastprofile. Haben wir auch schon auf dem YouTube-Kanal erklärt. Und so ein Lastprofil beschreibt jetzt, wie sich vermutlich ein Haushaltskunde für jede Viertelstunde des Jahres verhält. Hier mal mehr, da mal weniger. Er steht früh auf, mehr Stromverbrauch. Er geht auf Arbeit, weniger Stromverbrauch. Wie sich eine Bäckerei verhält, wie sich ein Friseurladen verhält, wie sich ein Kino verhält. Also dafür gibt es Lastprofile. Das heißt, ich habe dann eine Idee davon, dass meine Haushaltskunden, ne, sagen wir mal hier, haha, für Haushalt, verbrauchen halt 70. Ne, ich schreibe jetzt mir irgendwelche Werte nur hin. Und meine Gewerbekunden, ne, die verbrauchen dann halt meinetwegen noch 210 und durch irgendwelche anderen Speicheranlagen, meinetwegen, die ich sogar selbst betreibe, was auch immer, ne, sagen wir mal, ist es sowas wie eine Ausspeisung. Und das muss man betrachten, woher man diese Ausspeisung, Einspeisung sagt. Ne, ich nenne es mal Ausspeisung, weil es ja aus meinem aktiven Portfolio irgendwo hingegeben wird, nämlich in eine Speicheranlage sozusagen, ne? Dann sind das jetzt hier meinetwegen nochmal 20. So. Und dann kommen wir hier jetzt gerade auf 300. Ne? Ja, das hier sind jetzt praktisch 300. So. Dann weiß ich, für eine bestimmte Zeitbetrachtung ist das hier mein Bedarf. Ganz streng genommen betrachten wir wirklich jede Viertelstunde in der Energiewirtschaft. Das heißt, in dieser Viertelstunde brauche ich 300 und in der nächsten Viertelstunde brauche ich meinetwegen 314 und dann in der nächsten Viertelstunde nur noch 298 und so weiter. Also das ist wirklich eine Momentaufnahme für jede Viertelstunde. Wir kletten dabei praktisch den reellen Last-Echtverlauf von Sekundenauflösung, den kletten wir auf die Viertelstunde. Und das ist der Wert, den wir jetzt hier praktisch brauchen für unser Portfolio. Diese 300, nehmen wir mal an, Megawattstunden oder Kilowattstunden brauche ich für meine Viertelstunde. So. Wenn ich das weiß, ich brauche 300 Kilowattstunden, dann sage ich alles klar, ich habe hier irgendwo in meinem eigenen Portfolio habe ich ein paar PV-Anlagen, die machen mir irgendwie so, sagen wir mal, 80. Und sonst habe ich nichts in meinem eigenen Portfolio, also muss ich jetzt in den Handel. Und dann habe ich hier meinetwegen mal langfristige Verträge. Mit denen habe ich noch mal so 210 klar gemacht. Und ganz, ganz kurzfristig an der Börse muss ich jetzt eben natürlich, damit sich das hier schön ausgleicht, für diese Viertelstunde noch mal 10 nachkaufen. So, dann komme ich dadurch auf die 300. Und damit ist hier unten dann alles auch schön ausgeglichen. Das Entscheidende ist jetzt, diese 10 hier, die ich ganz, ganz kurzfristig an der Börse wirklich gestern oder dann heute noch kurz davor mir beschaffen muss, die kann jetzt natürlich maximal teuer sein. Während die langfristigen Verträge heißen können, ich habe mir schon vor Jahren, habe ich mir einen Teil eines Kraftwerks praktisch eingekauft oder habe irgendeinen Energiemakler, der von einem Windstrompark in der Nordsee seine Mengen bezieht und dann hat er mir das eben zur Verfügung gestellt in mein Portfolio. So. Das ist jetzt eine rein virtuelle Energiemengenbetrachtung. Das heißt, das hat erstmal noch nichts mit echten Stromflüssen zu tun. Ne? Also nur weil ich mir einen Ökostromtarif irgendwo hole, heißt es ja nicht, dass ich jetzt wirklich Windstrom von der Nordsee nach Bayern geliefert bekomme, also physisch, sondern das heißt nur, dass die Rechnung, die ich bezahle, Windstrom aus der Nordsee bezahlt. Schlussendlich, weil die Energiemengenzuordnung bei meinem Versorger dann eben so aussieht. Der holt sich dann hier irgendwo den Strom von der Nordsee meinetwegen, den ich auf der Verbrauchsseite wiederum angemeldet habe und den ich verbrauche und irgendwann auch bezahle. Das ist erstmal das Herzstück der Energiewirtschaft. Jetzt ist es halt so, wenn ich das ausgleichen muss, in der einen Viertelstunde mit dem Wert von 300 und dann in der nächsten Viertelstunde mit dem Wert von 320 und dann in der anderen Viertelstunde meinetwegen 298, dann ist das ja schwankend. Wenn das schwankt, heißt es ja aber auch, ich muss wirklich für jede Viertelstunde das anders anpassen. Ganz streng genommen, wenn ich die Energiewirtschaft und den Energiehandel wirklich ganz korrekt betrachte, muss ich jede Viertelstunde individuell ja ausgleichen auf Kilowattstundenebene. Wenn ich es ganz, ganz richtig mache, muss ich wirklich die Kilowattstunde pro Viertelstunde richtig ausgleichen. Und dann heißt das eben auch, dass ich mir im Handel nicht ein durchgehendes Produkt praktisch einkaufen will, sondern für jede Viertelstunde mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger, mal mehr. Und zwar
individuell, dynamisch. Zufällige Werte, die sich daraus ergeben, wie sich auch der Verbrauch meiner Kunden entwickelt. Wie gesagt, der Haushaltskunde, irgendwann steht er auf, dann hat er mehr, dann geht nochmal der Elektroofen an, hat er nochmal mehr und dann geht er irgendwie an der Arbeit, hat er deutlich weniger Verbrauch, nur noch Standby-Produkte und so weiter. Schwankt ja also ständig. Und das ist auch eine große Krux der Energiewirtschaft. Wir arbeiten mit diesen Standardlastprofilen, während der Verbrauch der Leute da draußen ja wirklich äußerst individuell wird. Ne? Der Hype geht zur 5. PlayStation und zum 10. Smartphone im Haushalt. Bisschen übertrieben. Heißt aber eben tatsächlich, wir wissen nicht so wirklich, wie sich die Kunden verhalten. Und gerade mit jetzt sehr viel Homeoffice und ähnlichen, gerade seit der Corona-Pandemie, verbraucht man halt anders, als es irgendwann mal in Lastprofilen aufgestellt wurde. Das heißt, diese Verbrauchsseite hier, die ist wirklich extrem schwankend. Und ich weiß sowieso nur ungefähr, wie das ist. Und dieses Ungefähre versuche ich hier gut zu prognostizieren. Und dieses Prognostizieren läuft darauf hinaus, dass ich wirklich für jede Viertelstunde einen anderen Wert hier habe in meinem Gesamtportfolio. Ich muss also jede Viertelstunde anders ausgleichen mit einem anderen Wert. Das ist wirklich mega individuell. Und jetzt ergibt sich ja etwas, wenn wir das schon so langsam uns mal herleiten. Individueller Ausgleich. Jede Viertelstunde brauche ich was anderes. Dann ist die Lösung für mich in diesem Moment nicht, einen Anteil einer Atomkraftwerksproduktion zuzukaufen, weil ein Atomkraftwerk oder auch ein Kohlekraftwerk, die produzieren relativ starr. Das heißt, die produzieren einmal so durchgehend. Das ist im Großen und Ganzen der Effekt von großen Kraftwerken an und aus. Man kann ein Kohlekraftwerk durch, sagen wir mal, die Stärke des Feuers im Brennkessel ein bisschen variieren. Da am Ende wird also der Generator weniger oder stärker bedient und damit kommt mehr oder weniger raus, kommt ein bisschen drauf an. Aber ist halt nicht individuell steuerbar, sondern langsam hoch und runter fahrbar. Das kann also nicht jede Viertelstunde was anderes liefern. Ein Kernkraftwerk, ganz streng genommen, die klassischen Kernkraftwerke, sage ich mal ganz grob, an und aus. Na, also lassen sich sehr, sehr wenig regulieren. Es gibt zwar Möglichkeiten, aber es ist sehr, sehr geringfügig. Man kann nicht ständig jede Viertelstunde ein Kernkraftwerk anders laufen lassen. Diese großen Kraftwerke bieten also eine durchgehende Produktionsscheibe an dem Großen und Ganzen, weil das deren Ziel ist. Wenn ich es aber variierende Produktion brauche, variierende Erzeugung in meinem Portfolio brauche, ist also so eine Produktionsscheibe aus so einem großen Kraftwerk nicht das, was ich gerade brauche, um meine Menge hier auszugleichen. Wenn ich das kaufen würde, wäre ich auf der Erzeugungsseite plötzlich bei 335 meinetwegen. Ja, das brauche ich ja aber gar nicht. Also wäre dann mein Portfolio unausgeglichen, ich hätte zu viel Erzeugung drin, wenn ich jetzt nicht noch spontanen Verbraucher irgendwo finde, muss ich das sofort wieder loswerden. Dann muss ich das direkt wieder verkaufen, weil am Ende diese Null hier stehen muss. Wenn die dann nicht steht, kriege ich Strafen von den aufsichtshabenden Übertragungsnetzbetreibern oder auch von der Bundesnetzagentur schlussendlich aufgepumpt. Und wenn ich richtig, richtig, richtig immer daneben liege und immer auch Strafen zahlen muss, kann es auch sein, dass ich irgendwann mal, wenn man merkt, dass ich das mit Absicht nicht richtig mache, kann ich vom Markt komplett auch praktisch ausgeschlossen werden. Dann wird mir mein Bilanzkreisvertrag irgendwann auch noch gekündigt, dann bin ich nicht mehr Versorger. Dann kann ich mich direkt insolvent melden. Also, muss ich das zielgerichtet ausgleichen auf meine 300, nicht auf 335, nicht auf 270. Ich muss auf die 300 kommen. Also brauche ich individuelle Produktion. Diese individuelle Produktion ist eben das, was heutzutage relevant ist. Und jetzt male ich nämlich mal das nächste auf. Das ist jetzt mal, da gehen wir in den Energiehandel mal rein. Ich mache das mal hier oben. Wir haben jetzt mal hier wieder so einen Verlauf. Na, das hier ist jetzt die Energiemenge. Und das hier unten ist praktisch der Zeitverlauf. Na, das ist meinetwegen jetzt mal ein Tagesverlauf. Und Tagesverlauf, ich sage jetzt mal so ganz grob, Wir haben irgendwann in der Nacht wenig Verbrauch, dann haben wir ein bisschen mal mehr, dann wieder ein bisschen weniger, vielleicht noch ein bisschen mehr und dann am Ende wieder weniger Verbrauch. So, das ist jetzt der Bedarf, den ich meinetwegen in meinem Portfolio habe. So, jetzt war es in der Vergangenheit so, wenn ihr gerade übrigens Geräusche im Hintergrund hört, mein Hund schläft tatsächlich gerade neben mir und träumt auch noch irgendwie wahrscheinlich schlecht und entweder knurrt die oder die schnarcht tatsächlich gerade. Das ist ja mega witzig. Nee, also jedenfalls, in der Vergangenheit war es so, dass wir dann den Begriff des Grundlastkraftwerks ganz super gefunden haben, weil das Grundlastkraftwerk sehr, sehr schön halt hier unten das einfach dann immer so gemacht hat, weil ein Grundlastkraftwerk hat eben
so eine durchgehende Produktion, so eine, wie ich es vorhin meinte, so eine Produktionsscheibe schlussendlich immer angeboten. Und da hat mir halt mein Kernkraftwerk das geliefert, was hier unten einfach schon mal immer gebraucht wurde. Oder mein Kohlekraftwerk. Und dann war das schön, dann war das ausgeglichen. Ich nenne es jetzt auch mal direkt hier in diesem Beispiel Grundlast. Und dann ging es ja nur noch darum, das, was jetzt im Großen und Ganzen noch fehlt, weiter auszugleichen. Das heißt, dann haben wir hier wieder was gesehen. Ne? Das kann man vielleicht noch mal so im Großen und Ganzen dazu sich kaufen. Na, das ist so eine Tagesproduktionsscheibe, wo man dann sagt, na, jemand bietet halt an, dass er sein Kraftwerk sehr, sehr früh am Tag dann wieder ein Stück weit hochfährt, damit es dann tagsüber produzieren kann. Und das wird dann irgendwann wieder runtergefahren. Das sind dann etwas flexibleren gewesen. Das waren dann schon am ehesten Gaskraftwerke, kann man sagen. Die können das auch heute immer noch ganz gut. Das ist dann so noch mal so ein Tagesbedarf, könnte man sagen. Und dann ging es ja nur noch darum, hier oben das weiter auszugleichen. Ne? Das sind dann so die, ich sag mal, die Spitzen. Das ist der Peak. Das sind in der klassischen Sicht hier und da dann vielleicht auch wirklich mal zu manchen Zeitpunkten die Stromproduktion durch Photovoltaikanlagen gewesen, aber meistens dann eher individuell Pumpspeicherkraftwerke, also Wasser individuell hier zu nutzen oder zu sagen, hey, ich kaufe halt vormittags und abends irgendwie mir eine Produktion von nochmal einem Gaskraftwerk ein, was dann noch individueller und dynamischer gefahren werden musste. Diese Sicht spiegelt nicht mehr das wider, was wir heute haben. Das hier ist praktisch die alte Welt, könnte man sagen. Wir haben eine Grundlast und wir haben am Ende hier noch mal so eine Spitzenlast, die wir eben dann durch restliche Kraftwerke ausgeglichen haben, ganz grob gesagt. In der alten Welt war die Grundlast das erste und die Spitzenlast war dann noch der Rest, den wir so brauchten. Das ist im Jahre 2022 nicht mehr ganz reell. Das ist nicht mehr das, was wir heute vorliegen haben. Denn in der heutigen Welt haben wir sehr, sehr, sehr viele erneuerbare Energien in der deutschen Stromproduktion. Wir haben einen Großteil aus Photovoltaik und aus Wind. Und wir haben dann einen Begriff, der den Rest beschreibt, nämlich die Residuallast. Und das ist dann so ein bisschen das Dilemma, das wir in diesem Wandel aus der alten in die neue Welt beschreiben. Wir sehen eben diese Grundlastproduktion nicht mehr als das, was an erster Stelle stehen müsste, weil die Realität dort draußen eben nicht aus Grundlastkraftwerken besteht, sondern aus flexiblen Erneuerbaren. Der größte Teil der Produktion ist mittlerweile erneuerbar. Und deswegen ist das auch unser erster Fokus. In der neuen Welt, ich mache jetzt hier mal ungefähr die gleiche Verbrauchskurve. Wir fangen mal so hier irgendwo an. So, ungefähr. Das ist jetzt mal in etwa die gleiche Verbrauchskurve. In der neuen Welt, haut mich jetzt nicht dafür, dass das jetzt hier nicht ganz, ganz realistisch echte Energieverteilung ist. Ich möchte es ja nur zeigen, wie es ungefähr aussieht. Kommt irgendwann die Photovoltaik. So, ja, die viel und die geht dann auch irgendwann wieder. So, dann ist das hier aber schon mal gut damit dargestellt. Wir haben dann ein Stück weit, zum Beispiel Windenergie, dann nehmen wir es einfach mal an, die hat nachts ein gutes Stück produziert, dann noch mal ein bisschen mehr, dann ist sie aber abgeflaut, tagsüber hatten wir plötzlich nicht mehr so richtig viel Wind und dann fing es aber irgendwann noch mal später an, dass wir hier wieder gute Windproduktion meinetwegen hatten. Ne? Das heißt, wir haben jetzt mal völlig vereinfacht gesagt, mit PV und mit Wind eine starke Produktion, die aber schwankend und so ein bisschen ja, geringer vorhersagbar ist. Ne? Das ist so ein bisschen das Dilemma natürlich. Wir können ungefähr uns vorstellen, welche Sonnenintensität wann kommt und welche Windintensität anhand der Wetterberichte wann kommt. Ne? Das ist jetzt nicht völlig unmöglich, aber
Es ist natürlich ein bisschen, es basiert nicht ganz so sehr auf dem Einsatz von Brennstoff, wie wir es natürlich in der klassischen Kraftwerkswelt hatten, wo wir sehr klar gesagt haben, wir produzieren das, was wir jetzt auch gezielt irgendwie am Markt brauchten, um den Bedarf, die Nachfrage zu decken. So. Wenn das jetzt erstmal da ist, als Basis dessen, was wir im Markt haben, dann gibt es natürlich jetzt nochmal so ein bisschen Rest. Dann sagen wir, okay, wir haben zum Beispiel Bioenergie, die können wir gesteuert, die können wir steuern und gesteuert einsetzen. Die hat dann meinetwegen hier nochmal einen gewissen Bedarf gedeckt und dann hier nochmal ein bisschen was, ein bisschen was noch und hier nochmal ein bisschen was mehr und dann so nochmal. So, das ist meinetwegen nochmal die Bioenergie. Wie gesagt, das ist mal nur ganz beispielhaft. So. Jetzt haben wir hier natürlich Restbedarf. So, dieser Restbedarf hier, dieses, ergibt sich jetzt aus dem Schaubild von hier drüben. Für jede Viertelstunde, wenn das ja ein Tagesverlauf meinetwegen ist, dann ist hier ja jede Viertelstunde aus dem hier gespeist. Die Höhe dieses Verbrauchs ergibt sich aus meinem Verbrauchsportfolio, meiner Kunden praktisch. Und das, was hier drin steckt, ist jeweils die Erzeugung, die ich in mein Portfolio reinhole, durch entweder eigene Anlagen oder durch den Einkauf. Jetzt ist das also, wie gesagt, jederzeit schwankend. Auch die Befüllung auf der anderen Seite ist jederzeit ein bisschen unterschiedlich. Jetzt habe ich hier ja einen Restbedarf. Ich mache diesen Restbedarf jetzt mal grau. So. Dieser Restbedarf ist, wie wir hier sehen können, jederzeit anders. Ne? Also die Menge von Grau, wie ihr seht, ist ja jederzeit in jeder Viertelstunde ein bisschen in einer anderen Höhe. So, mal ganz grob gesagt. Das ist jetzt der Restbedarf. Das ist jetzt die Residuallast. Der Rest. Mit Sternchen. Sternchen heißt Residuallast. Ne, den Fachbegriff könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Das ist jetzt das, was in unserem mittlerweile sehr stark erneuerbaren System jetzt ja noch irgendwie von irgendwoher kommen müsste. Wenn wir jetzt aber sehen, dass das ja mal weniger und mal mehr ist und mal vielleicht gar nichts und dann mal wieder ein bisschen mehr und dann mal wieder gar nichts und mal wieder weniger, dann ergibt sich uns ja jetzt schon relativ klar, dass die Bandproduktion des Grundlastkraftwerks von hier oben da nicht unbedingt passt. Die passt mal hier und mal dort. Ja, aber diese großen Kraftwerke fahre ich ja mal nicht nur für 3 Stunden hoch. Wir kommen langsam zum Problem, warum auch diese klassischen Großkraftwerke in den letzten Jahren nicht unbedingt von ihren Betreibern so hochgehalten worden sind, von wegen, oh, ich will unbedingt meine Atomkraftwerke weiter betreiben lassen, oh, ich will unbedingt meine Kohlekraftwerke weiter betreiben lassen. Wir haben sogar eher gesehen, dass viele Kohlekraftwerksbetreiber gesagt haben, ich möchte bitte an diesen Ausschreibungen teilnehmen, um nochmal eine Mark mehr zu verdienen. Aber Hauptsache, das Kraftwerk kommt weg vom Markt, weil ich kann es gar nicht immer zielführend einsetzen. Ich habe zwischendurch dann Produktion, bei der ich gar keinen Bedarf mehr decken kann. Das heißt, das hatten wir früher, ne? Negative Strompreise an der Börse. Wenn so viel erneuerbare Produktion da war und große Kraftwerke nicht praktisch zielführend runtergefahren werden konnten, hatten wir eine absolute Überproduktion, dadurch negative Strompreise. Man hat noch Geld dafür genommen, dass man irgendjemanden das Portfolio praktisch nimmt und dann den Strom exportiert oder wegspeichert oder irgendwo nochmal Lasten hochfahren kann, individuell. Also da gibt es auch Möglichkeiten für. Das ist halt nur teuer und deswegen lohnt sich das eigentlich nicht. Also hatten viele klassischen fossilen Kraftwerksbetreiber auch wirklich eher Probleme. Das, was man hier aber typischerweise dann gerne gemacht hat, sind Gaskraftwerke einzusetzen, denn Gaskraftwerke sind meistens ein bisschen kleiner und vor allem deutlich flexibler einsetzbar. Also die können stärker hoch und runter regeln. Also jedes Kraftwerk hat, ich sag mal, Stammdaten, die beschreiben, was ist denn so die Kurve, die mein Kraftwerk hoch und runter fahrbar beschreiben kann. Ist die ein bisschen geringer, weil ich zum Beispiel mein großes Kohlekraftwerk erst langsam anfeuern muss und dann powert es aber auch durch.
Oder ist die Kurve relativ steil, weil ich mein Gaskraftwerk mehr oder weniger sofort befeuern könnte und dann eben auch die Turbine sich dreht und dann der Generator Strom erzeugt. Ja, also das ist eben der Vorteil der Gaskraftwerke gewesen, die sind deutlich flexibler. Sind natürlich auch ein fossiler Brennstoff, also klimatechnisch ein Dilemma. Und jetzt, in der heutigen Zeit, ist Gas ja sowieso ein Problem, weil wir nicht mehr genügend Import möglich machen können, aus Russland den auch gar nicht wollen. Also ist dieser Rest mit klassischerweise eigentlich Gas als beste Variante nicht mehr so wirklich gut vorstellbar. Gleichzeitig, weil Gas innerhalb der Merit Order ja diesen hohen Preis dann auch noch hatte, wenn wir uns diese Grafik wieder vorstellen, ist das dann sowieso nicht ganz so opportun. Aber Stand heute ist es immer noch Gas. Das heißt, diese Gaskraftwerke sind innerhalb dieses Bedarfs, der gedeckt werden muss, der exakt gedeckt werden muss, im Regelfall die Kraftwerke, die wegen ihrer Flexibilität eingesetzt werden können. Na, Gas ist flexibel einsetzbar, Gaskraftwerke. Und deswegen nutzen wir diese Gaskraftwerke. Deswegen kommen wir auch in der Merit Order dann hinten auf die Gaskraftwerke. Ne? Also nochmal hier schnell mal die Merit Order dargestellt. Ne? Hier, da. Da nochmal ganz fix. Wir haben hier die Erneuerbaren. Wir haben den Atomstrom. Wir haben die uncoole Kohle. Witzig. Ja, hier ein bisschen braun. Und dann haben wir wieder unsere, ich nehme sie jetzt mal als grau wieder, unser Gas. So. Und der Gaspreis bestimmt dann den Handelspreis an der Börse. So. Weil Gas das Ganze abdeckt, wird der Gaspreis aufgerufen und hier haben wir dann dementsprechend auch mehr Gewinne, Übergewinne für die anderen Betreiber. Wenn wir jetzt nur so aber sagen wollen, wir wollen das Gas hier gar nicht erreichen, also der Bedarf soll nicht durch Gas gedeckt werden, sondern durch die anderen, wir also annehmen, dass die das Gas hier wegdrängen, müssen wir halt schauen, können diese Atom- und Kohlekraftwerke überhaupt den tatsächlichen Bedarf in der jeweiligen Situation decken. Und wie gesagt, ist das jetzt hier mal nur so hingemalt, aber allein in diesem Szenario offensichtlich nicht. In diesem Szenario offensichtlich können Atom- und Kohlekraftwerke diesen Restbedarf hier nicht zielführend liefern, weil die nun mal eine durchgehende Bandproduktion aus ihrer alten Welt der Grundlast heraus liefern würden. Meinetwegen kann man sagen, okay, manche Kohlekraftwerke, die fahre ich halt tatsächlich in der Nacht einfach geringer und dann tagsüber wieder hochgefeuert. So, dann kann man diese alte Welt der Grundlast damit schön abbilden. In der neuen Welt, in der ich mal irgendwann ein bisschen was brauchte, aber dann tagsüber schon wieder wegen PV gar nichts mehr und dann vielleicht nochmal was brauche, nee, das passt nicht. Das passt überhaupt nicht. Zwischendurch gibt es ja trotzdem im echten System Stromproduktion aus diesen Kohlekraftwerken zum Beispiel oder aus diesen Kernkraftwerken. Aber das ist Strom, den wir gar nicht brauchen. In einer Zeit, in der wir mega viel meinetwegen Solarstrom hätten. Also müssen wir den wieder irgendwo hinschicken. Meinetwegen ins europäische Ausland verkaufen. Und die wollen das aber auch nicht, weil die haben auch Solaranlagen. Also, das heißt, denen wird im Zweifel auch gesagt, niemand kauft euren Strom. Ihr dürft hier bitte nicht mehr weiter einspeisen. Ihr seid eine Gefahr für unser Stromnetz, weil ihr einspeist, während schon alles voll ist. Also haben diese klassischen Grundlastkraftwerksbetreiber keinen Anreiz mehr, ihre Kraftwerke wirklich weiter zu betreiben. Wie soll dann hier ein größerer Teil Atom- und Kohlekraftwerke zustande kommen, um die Merit Order und den Merit Order-Effekt hier zu lösen und Gas praktisch rauszukeilen? Das wird nicht passieren. Das wird einfach nicht passieren. Das geht nämlich nicht. Das ist das Dilemma. Es funktioniert nicht, weil Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke nicht die Lösung für unsere heutige Welt sind. Die waren eine Lösung in der alten Welt, in der wir praktisch keine erneuerbaren Energien in der Form hatten, wie wir sie heute hatten. In der heutigen Welt sind Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke eher ein Problem, eher eine Belastung. Wir brauchen
Dynamische individuelle Produktion. So. Das heißt, Gaskraftwerke bieten sich dafür an, weil sie flexibel genug sind. Gas ist aber nicht opportun, weil es teuer ist. Im Zielszenario der erneuerbaren Energien wird dieser Rest hier zum einen auch durch Bioenergie laufen, zum anderen durch Ausspeicherung. Wir werden hier praktisch tagsüber eine dermaßen Stromproduktion aus Photovoltaik haben, dass wir das wegspeichern, und wir haben zwischendurch so viel mehr Produktion auch aus Wind haben, dass wir das immer wegspeichern. Wir werden das dann hier im Restbedarf wieder ausspeichern und wir werden ansonsten Bioenergie nutzen zum Beispiel, weil wir das auch individuell einsetzen können und meinetwegen auch noch Gaskraftwerke, die wir mit sauberem Gas betreiben können, welches wir vorher meinetwegen das durch Wasserelektrolyse hergestellt haben und dann vielleicht auch noch methanisiert haben. Und dann ist das zumindest CO2-neutral. Aber ja, das könnten wir zumindest so machen. Das ist dann ein Szenario von 2030 fortfolgend, 2040 wahrscheinlich eher. Das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert, aber da können wir hinkommen. Ja, offensichtlich ist in dieser Welt aber nirgendwo mehr Platz für ein Kernkraftwerk und für ein Kohlekraftwerk. Ne? Das ist so ein bisschen das Dilemma. Wenn man das immer hört, diese Ideologen, die wollen immer nur ihre blöden Erneuerbaren. Naja, also schaut mal, also selbst in einer Welt, in der Solarausbau und Windausbau extrem zerstört worden sind durch die ehemalige deutsche Politik zu dem Thema, Energiepolitik in den letzten 20 Jahren war ja einfach nur miserabel, selbst in einer Welt, in der das so schlechte Rahmenbedingungen waren, sind wir dorthin gekommen, dass wir heute eben solche Produktionen mit Erneuerbaren haben und dann eben nur noch der Rest der Residuallastbedarf gedeckt werden muss. Und das müssen wir lösen. Und selbst in dieser schlechten Welt der letzten Jahre kamen wir dorthin, dass wir heute so viel Erneuerbare dort stehen haben. Wenn wir jetzt weiter ausbauen, erneuerbare Überproduktion haben, das in Speicher packen, die wir dann entsprechend auch kommerzialisiert einsetzen können und das nicht allzu teuer dann sein kann irgendwann mehr, dann ist diese komplett individualisierte Verbrauchsabdeckung im Bilanzkreis kein Problem, durch Erneuerbare. Bis dahin lösen wir diesen Restbedarf eben nicht durch eine starre Bandproduktion, sondern durch hier und da trotzdem Gas und hier und da vielleicht noch mehr Biogas, Biomasseeinsatz, vielleicht durch auch schon hier und da Überproduktion aus anderen Erneuerbaren, die wir wegspeichern können, aber aus der reinen Flexibilität des Kraftwerkseinsatzes heraus ist hier am ehesten nur ein Gaskraftwerk zu sehen. Jetzt haben wir natürlich realistischerweise, das habe ich in dieser Grafik ausgelassen, hier unten natürlich trotzdem noch Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke ein bisschen stehen, gar keine Frage. Aber hier haben wir zwischendurch ein bisschen diese Farben, keine Frage. Aber zur Verdeutlichung, die stehen ja nicht mal an erster Stelle. Auch in der Merit Order, auch in der Preisfindung, stehen nun mal die Erneuerbaren an erster Stelle. Und diese Erneuerbaren sind PV, Wind und vielleicht noch ein bisschen Bio. Und nur noch der Rest ist hierdurch irgendwie abzudecken, durch Kernkraft, Kohle und Gas. Und wie gesagt, mal mehr und mal weniger Restbedarf ist überhaupt nicht das, was Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke gebrauchen können, weil das nicht deren Produktionsmöglichkeiten sind. Nur Gaskraftwerke machen sowas. Also, wenn wir am Ende immer noch den Stand haben, es muss halt jede Kilowattstunde eigentlich ausgeglichen sein, das aber ständig sich wandelt, dann kommen wir darauf, dass wir Gaskraftwerke erstmal nicht aus der Merit Order rauskriegen und mehr Kernkraft, mehr Kohlekraft überhaupt gar nichts mit der Lösung des Problems zu tun hat. Also man hört ja auch diese dummen politischen Forderungen von manchen Berufspolitikern, die auch wirklich keine Ahnung haben, worüber die dort reden, die dann immer sagen, oh, mehr Kernkraftwerke, mehr Kohlekraftwerke. Das löst überhaupt gar nichts. Das schafft nur Probleme, weil wir dann plötzlich hier eine Bandproduktion haben, die überhaupt nicht nachgefragt ist. Und dann haben wir plötzlich eine Überproduktion aus Atomstrom, die überhaupt nicht steuerbar ist, meinetwegen. Ja? Müssen wir ständig ins Ausland liefern oder ständig eben jetzt irgendwie wegspeichern.
Das hilft irgendwie nicht. Auch weil so ein Kernkraftwerk wirklich nicht von heute auf morgen gebaut ist. Das ist ein Ding von mindestens 10 Jahren, eher 20 Jahren. Und dann haben wir plötzlich eine Megaproduktion, ne? Also Kernkraftwerk bedeutet viele Jahre nichts und dann, wenn es fertig ist und ans Netz geht, dann plötzlich eine Überproduktion. Das brauchen wir ja offensichtlich überhaupt gar nicht. Wir brauchen stückweise Lösungen. Hier, jedes kleine Stückchen muss irgendwie mal abgefrühstückt werden. Und das schaffen wir, indem wir jeden Tag ein bisschen mehr Erneuerbare zu bauen. Also mal so rein aus dieser echten Welt heraus gedacht, was ist denn das, was funktioniert? Dann eben natürlich offensichtlich keine Bandproduktion. Puh, okay. Das Video ist jetzt doch länger geworden, als ich gehofft habe, ne? 35 Minuten ungefähr. Das ist aber die Realität, ne? So sieht Energiewirtschaft tatsächlich am Ende aus und das ist immer noch einfach runtergebrochen. Wir haben eigentlich keine Möglichkeit, mit Kernkraftwerken und Kohlekraftwerken in der heutigen Situation irgendwas zu lösen. Also neue sind keine Alternative. Es funktioniert nicht. Wir müssen tatsächlich am Ende des Tages Erneuerbare zubauen oder andere mega dynamische Produktion. Und das ist bisher ausschließlich noch Gaskraftwerk. Gas ist nicht opportun. Also bleiben Erneuerbare übrig und Speicher. Toll. Offensichtlich geht es dahin. Also, habt ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches zu Energiehandel, Merit Order und Bilanzkreis, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Schreibt mir keine E-Mails mit 20 Absätzen, ich lese die wirklich nicht. Schreibt E-Mails, wenn ihr irgendwas haben wollt. Ne? Also, wenn es irgendwie um Schulungsanfragen geht, da schaffen wir meistens dann auch noch zu antworten. Aber irgendwelche Belehrungs-E-Mails lese ich nicht. Keine Chance. Gerade nicht, wenn sie irgendwie zynisch beginnen und enden, dann kein Bedarf. Okay. Aber wenn ihr wirklich Fragen und Anmerkungen oder Ideen habt oder auch eine eigene Interpretation dazu, gerne unten in die Kommentare schreiben. Das ist der richtige Ort dafür. Da kann ja auch eine Diskussion entstehen, auch mit den anderen Teilnehmern. Okay. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und geht gerne auf unser Lernportal n1.de, da haben wir diverse Videokurse und E-Books rund um die Energiewirtschaft, um auch solche Sachverhalte ein bisschen weiter verstehen zu können. Da kommt auch gerade einiges Neues. Wir machen auch diverse gerade nochmal technische Updates und um die Funktion zu erweitern. Hier zu einem neuen Video-Hoster zum Beispiel und so weiter. Ein paar Produkte kommen auch noch demnächst raus. Rund um die Marktkommunikation und auch EEG und Smart Metering und vielleicht auch mal hier Energiehandel und so weiter. Mal gucken, ob ich dieses Thema weiter auch in ein Produkt nochmal stecken will, weil es schon mega komplex, wenn man da richtig reingehen will. Okay. Gucken wir mal. Auch da gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr braucht. Okay, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.